willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, habe ich hier wieder ein Fullface mit Make-up. Ich bin super, super, super zufrieden mit meinem Make-up-Look. Ich bin ehrlich, ich liebe, wie der Eye-Look rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wieder hier die Make-up Revolution Forever Flawless Bird of Paradise Palette benutzt. Und zwar habe ich die, glaube ich, jetzt zum dritten Mal benutzt und einige Looks gemacht. Das ist jetzt hier mein Favorite, bin ich ehrlich. Ich zeige hier nochmal die Palette. Ja, die Farbauswahl ist mega. Man kann mega viel damit machen, vor allem mit diesen Glitter Shades. Die Topper hier, das sind alles drei Topper, die jeweils zu den matten Shades passen. Das bedeutet, im Endeffekt kann ich ein Grün zum Beispiel nehmen und dann Fiesta als Topper benutzen, was mega schön ist. Das ist so, die Topper sind so butterig und also für mich sind es Topperfarben. Andere Leute, weiß ich nicht, wie die benutzen. Für mich nimmt der Pinsel das nicht genug auf, deswegen gehe ich davon aus, dass es als Topper für eine matte Farbe ist. Hot Tropic ist das Rosa. Und die gehen halt auch so richtig gut drauf. Richtig, richtig, richtig schön. Und das ist dieses Orange Exotic. Und Lovebirds und Rio sind hier die zwei Glitter Shades. Und ich habe jetzt Lovebirds benutzt für meine Cut Crease als Glitter Shade. Einfach nur so zum Ausprobieren. Und die sind halt auch mega butterig und schon chunky. Also man merkt schon den Glitter und so, aber wenn man das aufs Auge aufträgt, man kann, wie man das sieht, das richtig gut verteilen, was im Endeffekt bedeutet, dass man das Glitter gut verteilen kann, ohne dass es halt nur an einem Platz bleibt. Ja, es hat mega Spaß, das Drehen hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich muss wirklich sagen, ich liebe diesen Eye-Look. Ich gehe nochmal näher ran, dass ihr es sehen könnt und mache einfach mal die Augen zu. Für meine Augenbrauen habe ich den Kiko Milano Eyebrow Pencil benutzt und für meine Lippen habe ich von Trended Up die Matte Cream in 050 benutzt. Dann habe ich Lashes von Amazon. Ich benutze die eigentlich relativ oft, möchte die aber hier nochmal schnell zeigen. Von Chidi Changpin. Und die sind mega, mega schön und die kosten echt nicht viel. Unter 10 Euro, 4 Paar. Man kann die so oft verwenden, wenn man halt den Kleber wieder runter macht vom Band. Und diese Lashes sind einfach top. Die sind richtig, richtig, richtig schön. Also ich tue alles in die Description Box reinmachen, beziehungsweise folgt mir auf Instagram, weil ich da eben diesen Make-up-Look sowieso posten werde. Und da ist auch immer meine Produktnennung dabei. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was genau ich benutzt habe, dann geht auf Instagram. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Es lohnt sich, auf jeden Fall vorbeizuschauen, weil ich poste wirklich jeden Tag, ob es jetzt über ein Video ist, das ich dann auf YouTube poste oder eben generell einen Eye-Look. Schaut vorbei, es wird mir mega viel bedeuten. Es lohnt sich auf jeden Fall, also es tut euch nicht weh oder schadet euch nicht, wenn ihr vorbeischaut. Folgt mir hier auf YouTube, damit ihr keine Videos verpasst. Ich werde auf jeden Fall viel öfter noch mit dieser Palette hier spielen und habe noch eine Palette, die ich unbedingt vorstellen möchte. Und zwar ist es die Tati Beauty Textured Neutrals Volume 1. Ich warte seit locker 2 Wochen auf diese Palette und sie ist leider noch nicht angekommen. Sie wird hoffentlich in den nächsten Tagen ankommen. Das heißt, ich bin dann hoffentlich in der Lage, ein Video zu posten über diese Palette, weil ich glaube, ich habe niemanden hier in Deutschland gesehen, der diese Palette reviewed hat. Ich habe es zwar nicht eingegeben in YouTube oder so, aber ja, ich würde es einfach mega gern machen und ich hoffe, ihr ja, folgt mir und freut euch auf, was alles so in der Zukunft kommt. Ich schätze jeden, der mir meine Videos anschaut und mir folgt oder eben liked. Genauso wie auf Instagram meine Bilder liked und alles. Supportet mich, es wird mir mega viel bedeuten. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich hier zu diesem Make-up-Look komme, dann schaut einfach weiter und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!